Yep, meine liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Borderlands 3 Videos. Und zwar geht es heute um die nächste Community Challenge in Borderlands 3, die unser Saurianer Freund Maurice ins Leben gerufen hat. Naja, zumindest wäre das der Plan gewesen, wäre da nicht eine ganz bestimmte Familie gewesen, die den Challenges einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Die Trons. Nachdem wir in der ersten Challenge-Woche rund eine halbe Million Mal die drei Trons gekillt hatten, um uns einen Kammerjägerkopf zu erspielen, gerieten die Trons in der zweiten Challenge-Woche wieder ein wenig in Vergessenheit, unter anderem auch deswegen, weil wir uns unsere Kajosen auch am Schwarzmarktautomat holen konnten. Während wir uns auf die 20 Millionen Sniper-Kills konzentrierten, die uns ein weiteres kosmetisches Item bringen sollen, haben die drei Trons wohl an einem Racheplan geschmiedet, den sie heute ab 18 Uhr ausführen werden. Denn die Trons, das heißt Captain Trond of Athenas, General Trond of Necrotapheo und Captain Haunt im Loch des Lasters, rächt sich in dieser Woche für die 500.000 Community Kills. Spielt man in der Woche vom 28.10. bis zum 4. November Borderlands 3 im wahrer Kammerjäger oder im Chaos-Modus und hat vor sich, einen der Trons im Kampf zu stellen, sollte man seinen stärksten Kammerjäger in den Kampf schicken. Denn die drei Gegner befinden sich in dieser Woche auf dem Niveau eines Raid-Bosses. Die Trons bekommen eine stark erhöhte Gesundheit und einen stark erhöhten Schaden. Man könnte sich jetzt einfach von den Trons fernhalten, das stimmt, aber auch die Lootpools der Gegner wurden in dieser Woche angepasst. Wer die Trons besiegt, bekommt in dieser Woche eine erhöhte Drop-Chance für legendäre Beute aus dem Bloody Harvest Event. Die Chancen für eine begehrte Vindicator-Grausiger-Ruf stehen in dieser Woche also ganz gut. Es gibt aber noch eine gute Nachricht. Wer die aktuell noch laufende Community-Challenge verfolgt, wird wahrscheinlich bemerkt haben, dass wir von den 20 Millionen Sniper-Kills für das neue Cosmetic noch ein ganzes Stück entfernt sind. Da die Trons jetzt aber die aufeinanderfolgenden Challenges von Maurice unterbrochen haben, hatte Maurice also keine Chance, eine neue Challenge zu starten, womit die Sniper-Challenge also noch für eine weitere Woche weiterläuft und wir so also doch noch eine gute Chance auf das Cosmetic für unsere Kammerjäger haben. Wer die aktuellen Zahlen der Fanbeziehungen-Challenge mitverfolgen möchte, der kann wie auch in den letzten Wochen den Counter auf der Seite von Metal Mars abchecken. Den Link findet ihr wieder in der Videobeschreibung. Wer also noch einen Kammerjäger in den Startlöchern hat, der keine Angst vor einem besonders starken Trond hat, der kann sich jetzt ab heute 18 Uhr auf die Jagd machen. Wie immer müsst ihr dazu natürlich den aktuellen Hotfix geladen haben. Bleibt dazu einfach so lange im Hauptmenü des Spiels, bis im Hintergrund ein Schild auftaucht, auf dem draufsteht, dass der Hotfix aktiviert wurde und ab dem Zeitpunkt ist der Hotfix dann halt aktiviert. Für mich war es das aber auch schon wieder mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder vielleicht sogar ein Abo, um keine weiteren Videos rund um Borderlands und Wonderlands zu verpassen. Und damit sehen wir uns im nächsten Video. Haut da rein!